Unser nächster Redner ist der Bernhard, wenn ich dich bitten darf. Ja, danke. Das ist ja laut. Hallo. Ja, wir fangen am besten an. Aus einer reisenden Familie, 1000 Jahre hier in Österreich irgendwann aufgeschlagen. Und mich freut es, wenn ich mich rumschaue, es sind viele Junge da, aber auch Ältere. Man sieht ein Peace-Zeichen, das angeblich verkehrt ist. Aber ja, ich war 5, wie man das verwendet hat, wie es John Lennon verwendet hat. Den haben sie dann nicht erschossen und ja. Wo geht's hin? Thema, ich bin eigentlich gegen alles, was ungerecht ist. So wie Kunkel sagt, einer für alles, gegen alles. gibt's viele Sachen. Also es gibt zum Beispiel irgendeinen scheißlichen Satz, den ich gar nicht sagen möchte. Es hat ein berühmter Österreicher, manche sagen aber Deutscher, sagt, es ist eine Quatschbude da hinten, die machen nur Blödsinn. Und ja, es war leider Hitler, der hat einmal recht gehabt. Ich mag den Mann nicht, der hat Scheiße gebaut, aber da hat er recht gehabt. In dieser Hütte, ich habe am 17. Oktober 2012 ihr Hausverbot bekommen, weil wir Zettel abgeworfen haben gegen Korruption. Da gibt es nicht einmal einen Bericht dazu, einen schriftlichen. Ich habe das Hausverbot bis heute nicht einmal schriftlich bekommen. Ich hätte es gern für meine Enkel, mir ist es nicht gelungen, das schriftlich ausgedruckt zu bekommen, weil sie zu feige sind hier. Ich habe in mehreren Plätzen Hausverbot, ich weiß nicht, warum es sammelt. Ich habe Hausverbot im Bundesrechenzentrum, ich habe Hausverbot im Außenministerium, im Innenministerium, in Wolfsburg bei Hells Angels. Ich bin aber amtlich bestätigt wehrunfähig. Ich war nicht beim Bundesheer in Österreich. Ich bin Österreicher. Amtlich bestätigt wehrunfähig. Und ja, was soll man sagen? Man kann trotzdem offenbar mit Buchstaben Leute in dem verrückt machen. Mir ist gerade passiert, meine Tochter, die ist jetzt 8 geworden und die ist in einer dieser angeblichen Vorzeigeschulen Wiens im 18. Bezirk, in einer Volksschule, bilingual. Die sind alle ganz stolz, dass sie dort sind und sie kommt nach Hause und sagt seit Monaten zur Mama, Mama, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin nicht stark genug, ich kann mich nicht mehr gegen alle wehren, gegen alle, die mobben mich hier. Was ist der Unterschied von dem Mädchen zu allen anderen? Sie ist blonde Haare bis unterm Hintern, blaue Augen. Die Mama ist Türkin, schwarze Haare, schwarze Augen. Und sie ist die Einzige, die in keinen Religionsunterricht geht, weil wir alle monotheistischen Terrororganisationen ablehnen. Das ist wirklich, was die an die Welt bringen. Der Monotheismus, das hat alles Wurzeln, was viel kaputt macht weltweit. Wir lehnen es ab, sie darf alles erfahren darüber, aber sie wird nicht erzogen in diesem Sinne. Und es macht offenbar Schwierigkeiten. Ja. Wo geht's hin, die Reise? Ist schwer zu sagen, aber es ist schön, dass so viele da sind, die mitreisen wollen. Muss man sagen. Also, ich glaube, aufmerksam sein und sich nicht alles gefallen lassen. Mir sagt man, ich hätte irgendwie so einen Genschaden, einen Hirnschaden. Ich tue mir schwer, bei Autoritäten sie zu erkennen, wenn sie künstlicher sind. Nur weil sie Sternerl haben und Uniformen oder irgendwas, geht nicht. Es gibt echte Autoritäten, aber sehr selten, sehr selten. Nur weil da drinnen wer sitzt, das sind keine Autoritäten. Da drinnen kann man, da rechts hinten ist das Büro von der Nationalratspräsidentin Brahma. Die hat mir am 30. Jänner 2012 einen tollen Satz mitgegeben. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Strukturen funktionieren ja eigentlich noch ganz gut in Österreich. Bis auf die Justiz. Mann, sagt die Nationalratspräsidentin, was ist das? Wenn die Justiz nicht funktioniert, dann sind wir eigentlich in einem Land, wie man eh lesen kann, hochkorrupt. Ganz am unteren Ranking, Bulgarien ist vielleicht möglicherweise noch schlimmer, das ist nicht einmal sicher. Aber Österreich ist nicht besser, wir haben nur den Sisi-Zuckerguss drauf. Deswegen, es ist süß, wenn man schlägt, wird es braun drunter und scheißlich irgendwann. Ja, ich glaube, ja, irgendwie könnte man viel erzählen. Das ist eine komische Episode, also wie eh Vorredner sagen, man kann gegen vieles sein, man kann kämpfen,
Ich liebe das auch. Ich habe viele Jahre meines Lebens verbracht, gegen Windmühlen zu kämpfen, allen möglichen Blödsinn zu treiben. Inzwischen bin ich doch zum Schluss gekommen, dass eher Monty Python macht das gescheit. Man muss die Leute echt zeigen, wie sie sind, nämlich lächerlich. Ein Gartenzwerg in Niederösterreich, der, weiß nicht, über 20 Jahre Landeshauptmann ist, mit diesen Dingen da, das ist ein Kasperl eigentlich. Über den muss man lachen. Wenn man über den Mann lacht, dann wird er harmlos, dann ist er nichts mehr. Solange man den ernst nimmt und bekämpft, kann er sich aufblasen wie ein Gockelhahn. Lächerlich muss man sie machen. Und das kann sich jeder ausdenken. Es gibt so viele Sachen, wo man Leute lächerlich machen kann. Ich weiß nicht, findet jemand den Feimann als Autoritätsperson? Nein. Oder den Spindelecker, der ist ja super. Der Ritter des Heiligen Kreuzes zu Jerusalem. Es ist er erst geworden, wie er Außenminister war, und dann geht er in die arabischen Länder und glaubt, er kann was tun dort. So blöd muss man mal sein. Es ist nicht leicht. Und der ist übrigens hochgefährlich. Gibt es irgendjemand von euch, der Steuer zahlt in Österreich? Zahlt jemand Steuer? Ihr macht euch alle nach dem Mafia-Paragrafen strafbar. Und zwar deswegen, steht da drinnen, wenn man kriminelle Organisationen Geldzuflüsse zukommen lässt, macht man sich strafbar. Und das Finanzministerium, die sind kriminell, die haben kriminelle Strukturen in sich, das ist so. Das ist kein Spaß. Man kann nachfragen, bei jedem kleinen Pub, Friseur, Taxifahrer, irgendwas. Die Leute kommen ohne 20-30% Schwarzgeld gar nicht durch, behaupten die meisten. Ich glaube ihnen das auch. Das wissen aber auch die im Finanzministerium und die lassen das zu, meistens. Und damit sind sie mafiös. Und wenn die mafiös sind, ist ja jeder Steuerzahler kriminell. Und das finde ich hart, dass die Herren wie Spindelecker so an jeden Staatsbürger, der Steuer zahlt, hier kriminell macht. Das gehört eigentlich abgeschafft. Ich höre jetzt auf. Jetzt reicht's. We'll be right back.